einen wunderschönen guten Morgen aus China. Ja, also wir haben sehr, sehr gut geschlafen. Ich muss sagen, wir sind auch sehr früh ins Bett gegangen, also schon um 20 Uhr Ortszeit hier und haben durchgeschlafen bis 9.30 Uhr. Ich glaube, so lange habe ich noch nie geschlafen, aber wir waren wirklich total K.O. und diese Zeitverschiebung, ja, ist doch so ein bisschen etwas, woran man sich erstmal gewöhnen muss. Aber heute scheint die Sonne. Es ist super mega warm draußen. Ich hatte ja erst gedacht, in China ist es kälter als in Deutschland, aber das ist völlig falsch gewesen. Hier ist es viel wärmer. Wir haben 27 Grad. Wir haben leider viel zu wenig kurze Sachen mit dabei. Vor allen Dingen ich. Die Kinder haben ja noch ein paar T-Shirts und kurzärmelige Sachen, aber ich habe nur langärmeliges dabei. Also mache ich das einfach hier immer so ein bisschen hoch. Und wir freuen uns auf den richtig schönen Ausflug heute, denn wir wollen zum Konfuzius-Tempel, heißt das, glaube ich. Fuzimiao. Das soll sehr, sehr schön sein hier in Nanjing und ist auch ein richtiges Wahrzeichen. Wir machen uns schon fertig. Gefrühstückt haben wir schon. Wir haben die ganzen Gardinen übrigens zu, weil es so warm ist. Die Sonne kommt dann hier rein und hier hitzt sich das richtig. Und wir haben auch Klimaanlage an. Sonst wäre das nicht auszuhalten. Ich mache mal lieber wieder zu. Kommen wir nach Hause. Und dann ist es hier total heiß drin. Clara sieht total süß aus. Sag mal, wie süß Clara aussieht. Mit ihrem Häschenhut. Warte mal, so gucken. Warte mal hoch. Süß. Johann hat ein cooles Käppi bekommen, weil er ist ja cool. Elisa auch cool. Ja, Elisa ist auch cool. Ja. Und Justus ist auch cool. Ja, ich bin immer cool, ne? Justus, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's hier so in China. Gut. Wie findest du das eigentlich? Findest du das Frühstück komisch, dass alle... Brot. Ja, und Frühstück Marmelade. Brot für Justus. Aber sonst esse ich hier alles, was chinesisch so gibt. Mittagessen und Abendessen. Und uns geht's allen gut vom Bauch her. Elisa liebt ihren Buggy, sitzt schon wieder drin und versucht sich selber anzuschnallen. Sie findet das doch ganz, ganz toll. Ich hab kleine Pfötchen. Das kleine Pfötchen. Wir sind jetzt im Fuzimiao. Ich weiß nicht, ob man was sieht. Es ist so hell hier. Das sieht schon mal schön aus, gell? Justus war schon shoppen. Ja, wir haben einen Löffel für Elisa. Ja, Justus hat einen Löffel gekauft. Ja. Ein Silberlöffel, der ist sogar graviert. Und ein Schälchen hat das ist ein tolles Andenken. Vor allem, weil sie es dann immer benutzen kann. Ja. Das hängt ja nicht irgendwo im Schrank. Wie ihre Cornflakes. Ich glaube, da kann man sogar mit Booten fahren. So sieht das aus. Und da hinten kommen die richtig schönen alten Gebäude. Da wollen wir jetzt einmal hingehen. Da ist auch noch so was Tolles. Hat Elisa gleich gesagt, was ist das? Und hier gibt es ganz, ganz viel zu essen und so. Da gehen wir auch noch gleich hin. Ich zeige dir mal, was es hier alles Leckeres gibt. Und wie man sieht, es ist sehr voll. Es ist immer noch Feiertag. Sehr, sehr viel los. Aber in China sind auch viele Menschen. Aber ich wurde eben gerade gefilmt dabei, wie ich Tee trinke. Ja? Scheint ja. Justus wurde auch schon fotografiert. Elisa hat sich einfach hier hingesetzt. Elisa, komm. Elisa. Elisa fühlt sich hier auch wohl in China. Ich finde das alles hier so schön. Und ich verstehe jedes Wort, was sie alle so reden. Wie schön das hier alles ist. Oh, guck mal, eigentlich müssen wir mal mit sowas da fahren, Justus. Was ist das? Da. Wie wollte mit dem, aus einer Rikscha? Mit so einer Gondel, die wollte ich hier fahren. Aber hier sieht man auch wieder die Chinesen mit ihren Regenschirmen, um die Sonne abzudecken. Das ist auch total typisch. Damit sie schön weiß bleiben. Ja. Und beneiden dich alle um deine Weisheit. Meine Weisheit. Ja. Hier wird man immer weggehupt. Ja, als Fußgänger hat man hier nicht viel zu melden. Auch auf den Straßen, das zeige ich dir auch nochmal. Straßenverkehr hier in China. Da wird man als Fußgänger einfach weggehupt. Ja, genau. Also man ist einfach ist ein Krieg nichts zwischen mehr. Autofahrern, Motorradfahrern und der Fußgänger. Und am krassesten sind immer noch diese großen Motorradfahrer, die überall fahren. Oh, Zuckerwatte. Da gibt es diese chinesischen Zuckerwatten. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Ich habe bisher immer nur Videos dazu gesehen. Und das wird richtig groß und fantastisch gemacht. Mal kurz gucken. 你弄这种吗? 30 Millionen. Oh.
Oh, Krachi, heute nicht. Wieso? Schade. Also heute nicht. Also es werden jetzt solche riesigen Zuckerbatten. Dann Krachi, ja. Aha, nochmal mit Chica. Also vorne müsste es noch einen geben, der das macht. Justus macht auch ständig Fotos hier. Ja, ist ja auch krass. Justus ist ein richtiger Touri. Guck mal, was aus ihm geworden ist. Ja, wenn die mich fotografieren, dann fotografiere ich gerne. Ja, das musst du noch erzählen, Justus. Justus wird hier behandelt wie ein Superstar. Alle möchten mit ihm Foto machen und sich mit ihm rühmen. Das ist total süß. Aber das ist schön, Justus. Ich möchte hier ein Foto. Wir wissen leider nicht, wo wir hier lang gehen sollen. Also es ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich zu den alten Gebäuden. Hier ist ja eher so Einkaufsstraße. Hier sind alles voller Läden. Justus hat Steine entdeckt. Ist er gleich stehen? Johann und Elisa shoppen. Sind das Beyblades? Nein, das sind Fidget Spinner. Achso, Fidget Spinner. Justus hat eingekauft. Pferd. Hä? Hast du ein Pferd? Achso. Nachahmen. Diese hier, ja? Ja. Ja. Das ist ja auf der Suche nach geschichtlichen Dingen. Ja. Und er kann sich gut verständigen. Guck mal, er spricht schon Chinesisch. Ich habe noch eine Tragetasche, falls du eine brauchst. Habe ich noch. Achso, ich wollte nur gucken, wo dein Baby ist. Ach, ja. 就这样就够了 你这么好你这么好你是我们南京的我是北京的我看你女儿漂亮漂亮送了一个是吗谢谢干嘛要点个圣 Hast du das mitbekommen, Clara? Er meinte, sie ist so hübsch, Clara ist so hübsch, dass er ihr eine geschenkt hat. Ihr beide sind Kinder. Die Dürer sagen, Pferde. Oh, sie ist ja. Die Dürer, Pferde. Die Pferde. Ich kann, du bist ein Dauber. Dauber, du musst ja schon. Du bist ja schon. Du bist ja schon. Das ist gut. Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann. Dürer. Dürer. Dürer, 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 你估计新闻不看呐？啊，不看。不知道。所有的西方国家、欧洲国家就是七个到八个吧，大家都这样。小日本是这样子，然后呢，因为德国的在欧洲是老大嘛，对特朗普是这个是组长这样的。 Tellamus ist der eine. Ah, ein Tisch und dann steht da so da. Irgendwas Politisches muss das sein. Das musst du doch kennen, Justus. So. Ein Engel. Ja. Ja, hier ist der Sohn, hier drin. Er guckt, da, da ist dein Sohn. Da vorne. Justus im Shoppingwahn. Also, das ist ja viel schlimmer als bei Frauen. Ja, sowas findet Justus schön. Eigentlich müssen wir auch sowas holen. Nichts da jetzt mehr. Das macht ihn mir nur kaputt. Aber ich weiß nicht, ob Elisa da reinpasst, mein Schatz. Es ist alles sehr, sehr schlank geschnitten. Oh, guck mal, da kommen noch mehr. Überall solche Sachen. Das ist schön. Ja. Jetzt gehen wir in den Tempel. Wir haben gerade Eintrittskarten bezahlt. Es war nur für zwei Erwachsene. Die Kinder kommen umsonst rein, weil sie unter 1,40 sind. Und den Tempel, den haben sie versucht zu verschönern. Ja, den haben wir jetzt gar nicht gefunden, den Tempel. Ja. Wir dachten, das ist was für kleine Kinder hier. Aber den haben sie jetzt extra so, ja. Na gut, dann gehen wir rein, ja? Lisa möchte auch schon rein. Ja. Ja. Ah, ich hier auch. So, jetzt kommen wir zu den geschichtlichen Sachen. Schon ganz viele Lampignons, Justus. Das sieht so hübsch aus. Siehst du? Da drin! Komm, ich will ein Foto hier. Ich will ein Foto. Ich bin ein Touri. Mach ein Foto. Ich finde das hier so schön. Oh mein Gott. Ja, ich gebe dir mein Handy.
kriegt das Tobi-Foto. Oh, guck mal. Wow. Das ist ja hübsch. Eieiei. Justus findet das nicht schön. Ach, Justus. So einen schönen alten Tempel. Dann Pferde, ja. So gepilzt. Ja, hier gibt es bestimmt noch, das ist nur der Eingang, glaube ich. Justus, komm, lass uns mal reingehen. Ja, guck mal, Chinesen finden sowas schön. Ich finde das auch voll schön. Du mit deinen deutschen Augen, ne? Ja, die Architektur und... Genau, das sind auch Pferde. Pferde oder Eichhörner? Zu erhalten, aber das ist krass. Das ist super heiß, ne? Kannst du nicht anfassen. Aber das sind so Räucherstäbchen. Also diese Räucherstäbchen sind ja meistens immer zu den Gedenken der verstorbenen Verwandtschaft. Da kann man immer sowas aufstellen. Elisa, guck. Jetzt waren wir im Konfuzius-Tempel. Ganz viel Geschichtliches, sehr interessant. Und jetzt wollen wir was zu essen haben. Und ganz typisch in China sind diese roten Früchte in Zucker. Das sind die hier. Richtig lecker. Hier gibt es auch noch andere Früchte, auch mit Erdbeeren. Oder hier auch ganz verschiedene. Und Justus möchte gerne die Maronen haben. Erdbeere? Ich möchte auch Maronen essen. Maronen möchtest du? Keine Erdbeeren? Ja. Fünf ja. Ah, das ist ein Dodo, ja. Maronen für Papi? Wie viel kostet das denn? 50. Könnt ihr euch das teilen? Das ist ganz schön viel, ja? Elisa, Elisa, komm mal her. Ah, oh, danke. 50. 50. 50. Elisa, komm. Elisa, komm. Jetzt ist sie da genau reingetreten. Elisa, komm. Das ist Papis Maron. Müssen wir mal probieren. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Das ist die Frucht. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Oder ich glaube, die gibt es auch gar nicht in Deutschland, oder Justus? Habe ich noch nie gesehen. Hattest du es noch nie gesehen? Die ist eigentlich total sauer, aber mit dem Zucker ist das so lecker. Elisa auch. Ah, Elisa isst nur den Zucker runter. Deine Tochter. Justus wollte das da hinten noch einmal angucken. Da gehen wir jetzt noch mal hin. Und jetzt kann ich dir vielleicht einen kleinen Ausschnitt von der Verkehrslage in China geben, obwohl wir hier nicht an der Hauptverkehrsstraße sind. Also hier gibt es auch Zebrastreifen. Aber man kann sich nicht drauf verlassen, dass man auch rüberkommt. Hier zum Beispiel nicht. Jetzt auch nicht. So, wir folgen einfach Einheimischen. Das klappt immer gut. So, einmal aussteigen, Elisa. Oh. Wir haben es überlebt. Ja. Über die Straße zu gehen. Das ist ja noch harmlos hier. Ja, das ist noch harmlos. Ich zeig dir mal schlimmere Sachen. Es ist wirklich so super heiß hier in Nanjing. Gestern hatten wir schon 27 Grad, ich denke heute auch mindestens. Und das Komische ist, die Chinesen haben alle lange Sachen an. Ich habe auch lange Sachen an, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, weil ich nichts dabei habe. Aber den Chinesen ist auch kalt. Eine Oma hat auch gestern gefragt, ob Elisa nicht kalt ist mit ihrem kurzärmeligen Kleidchen. Papi verliert gerade alles aus dem Buggy. Und er meint mir, nein, uns ist nicht kalt. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Oh, wir müssen hier rüber. Achtung, bleib bitte bei Mami. Jetzt wird es wieder gefährlich. Mama.
ganz gemütlich hier rüber zu gehen. Und hier gibt es überall diese Motorräder oder Mopeds, die fahren hier überall, auch hier. Und hier wird ständig gehupt. Also diese Mopeds meine ich, die stehen hier komplett immer an allen Straßenrändern. Und wie man sieht, haben diese Mopeds alle Winterjacken an. Und da habe ich mal eine Einheimische gefragt. Das liegt wohl daran, dass den Leuten immer kalt ist. Und dann sitzen sie da und dann haben sie ihre Hände da drin und ihre Knie werden dann auch nicht kalt. Und hier wird gemotzt. Okay, gehen wir weiter. Wir sind schon auf dem Weg zurück und gleich kommen wir an einem sehr, sehr hübschen Verkehrskreisel. Verkehrskreisel, ja. Es ist nur ein Verkehrskreisel, aber es ist wunderschön. Achtung. So lange können wir ein bisschen rausgucken. Diese Bäume finde ich übrigens sehr interessant, die da überall sind. Finde ich auch. Ne? Aber wir wissen nicht, wie die heißen. Oder, Papi? Ich glaube, das ist ein Birkenbaum. Der Kreisel kommt. Der Kreisel kommt. Die Pausen sind so schön. So schön. Der Mann und die Frau. Und die Mann und die Frau. Hübsch gemacht. Eine von den beiden ist der Mann und eine von den beiden die Frau. Also hier gibt es sowieso immer solche Gartenanlagen oder Verkehrsinseln, die super, super schön gemacht sind. Sogar Justus ist begeistert. Ja, also die ganzen Straßen, ganz tolle Bepflanzung, teilweise ganz viel. Wir sind jetzt wieder im Aufzug zurück im Hotel, machen jetzt kurz frisch und dann geht's auch schon weiter. Ich habe Druck in den Ohren. 42. Stock. Dann treffen wir uns jetzt gleich mit einer Freundin wieder. Schnell raus. Genau, wir treffen uns jetzt gleich mit einer Freundin. Da lang. Links. Rechts. Oder wird gerade sauber gemacht. Und dann treffen wir uns. Ich weiß gar nicht, was sie machen wollte. Sie wollte mit uns essen und shoppen, glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Und da gibt es noch was für die Kinder zum Spielen. Lisa sagt, ich soll leise sein. Okay, dann verabschiede ich mich aber für diesen Vlog. Und ich melde mich beim nächsten Mal wieder. Genau, Elisa. Tschüss. Hier lang. Da, geradeaus.